Milena ist 11 Jahre alt. Sie geht in die Klasse 5E der integrierten Gesamtschule Stade. Was auf den ersten Blick wie eine ganz normale Schule aussieht, erweist sich erst auf den zweiten als ein besonderer Ort. Denn eine Oase, die offene Anfangsphase, gibt es gewiss nicht überall. Von 20 vor bis 10 nach 8 sind die Klassenräume geöffnet. Die Kinder können klönen und spielen und langsam ihre Arbeit vorbereiten. Milena holt die Deutschunterlagen aus ihrem Fach. Bücher und Unterrichtsmaterialien lagern in der Schule. Die Schüler arbeiten heute im sogenannten Schulbüro völlig eigenständig und eigenverantwortlich. Was zu tun ist, steht in Checklisten. Ich mache einen Lernordner. Also ein, das ist so ein Ordner, der, also da sind Arbeitsblätter drin, wo die zum Beispiel jetzt die wörtliche Rede üben, und da kommt auch in meiner Checkliste vor und ja, muss ich jetzt Sätze bilden. Am Ende der Stunde gibt es ein Logbuch, in das jeder einträgt, was er gelernt hat. Und das ist ganz individuell und unterschiedlich. Denn wer anderswo rigide in Hauptschüler und Gymnasiast getrennt wird, arbeitet hier einträchtig nebeneinander. Und auch sitzen bleibt hier keiner. Große Pause. Aber zuerst wird einmal gemeinsam gefrühstückt. Dann aber getobt und geflaxt, wie überall sonst auch. Danach Projektunterricht. Im Projektunterricht wird über einen längeren Zeitraum ein Thema intensiv behandelt. Schüler sollen in Gruppenarbeit Themen aus verschiedenen Blickrichtungen betrachten, eigene Fragestellungen entwickeln und sich forschend damit auseinandersetzen. Diesmal geht es um die Steinzeit. Und das müssen wir dann halt hier Arbeitsblätter bearbeiten. Und wenn wir die fertig haben, müssen wir ein Infoblatt machen mit allen möglichen Informationen, die uns ganz wichtig sind. Und ein Plakat, das ist dann so ähnlich wie ein Referat. Und dann stellen wir das vor. Wir dürfen uns ja auch aus dem Internet noch was raussuchen. Und wenn man das dann so selber noch machen kann, dann finde ich das echt gut. Das macht dann Spaß. Die Tischgruppen sind ja nicht zufällig zusammengesetzt, sondern schon ziemlich absichtlich. Das bestimmen wir als Klassenlehrer-Tandem. Und da läuft das im Grunde so, dass die Tischgruppe sich untereinander auch hilft. Also es sind immer auch Stärkere und Schwächere in einer Tischgruppe. Eine weitere Besonderheit der IGS ist die Lesestunde. Vor dem Mittagessen dürfen die Fünftklässler nach Herzenslaune schmökern und stöbern. Denn Lesen ist eine Schlüsselkompetenz für Bildung. Milena muss jetzt aber schnell los. Sie hat Mensadienst und bereitet das gemeinsame Mittagessen vor. An drei Tagen in der Woche essen die Schüler gemeinsam mit den Lehrern zu Mittag. Der Unterricht geht an diesen Tagen bis 3:05. Ist aber kein Problem, denn die Hausaufgaben hat man dann meistens schon gemacht.